Protest gegen NATO-Transporte in Österreich. In Österreich hat das überparteiliche EU-Austrittskomitee am 6. Juni 2017 einen offenen Protestbrief an die österreichische Bundesregierung, den Botschafter der Russischen Föderation sowie an tausende Journalisten im In- und Ausland gesendet. Protestiert wird gegen große amerikanische und britische Truppen und Panzertransporte durch Österreich, zwecks Militärmanövern unter US-Kommando in der Nähe der russischen Grenze. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf unsere Sendung Truppentransporte durch Österreich. Gründe des Protests in Österreich: Die Militärtransporte stellen eine schwere Missachtung der österreichischen Neutralität sowie des Völkerrechts dar. Sie lassen Österreich aus russischer Sicht vom Vermittler zum Feindstaat werden und sind aufgrund der militärischen Provokation vor der russischen Haustür ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Das EU-Austrittskomitee stellt fest, dass Österreich so etwas ohne EU-Mitgliedschaft nicht zugelassen hätte und fordert einen Stopp militärischer Aktionen von NATO-Mitgliedern auf österreichischem Gebiet. Kiews Donbass-Gesetz rechtfertigt erneuten Krieg. Für die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk im Osten der Ukraine gilt laut dem Minsker Abkommen eine Waffenruhe. Dennoch kommt es aufgrund von illegalen militärischen Angriffen der ukrainischen Armee nahezu täglich zu Verletzten und Toten in diesen Gebieten, besonders unter der Zivilbevölkerung. Im Januar 2018 hat das nach dem gewaltsamen Maidan-Putsch 2014 neu gebildete Parlament in Kiew ein neues Gesetz verabschiedet, welches heuchlerisch als Reintegrationsgesetz bezeichnet wird. Das Gesetz dürfte für das stark bedrängte Ostgebiet weitere schwerwiegende Folgen haben, denn Kiew verhängt durch dieses von Präsident Petro Poroschenko eingebrachte Gesetz faktisch das Kriegsrecht über die in seinen Augen abtrünnigen Ostregionen. In der Präambel des Gesetzes wird Russland als Aggressorstaat bezeichnet und ihm die Okkupation, das heißt die Besetzung des Donbass, vorgeworfen. Wider jedes besseres Wissen und entgegen den völlig anderslautenden Berichten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, wurden diese Falschaussagen sogar noch gesetzlich verankert. Wer immer dies heute kritisiert, wird von Politik und Medien sofort als Agent des Kremls abgestempelt. Pavel Lisjanksy von der ostukrainischen Menschenrechtsorganisation nimmt trotzdem kein Blatt vor den Mund. Es geht nicht um Reintegration, sondern um die Ausweitung der Vollmachten der ukrainischen Sicherheitskräfte. Besonders beunruhigend sind aktuelle Fotos und Videoaufnahmen, die uns aus der Ukraine zugesandt wurden. Diese dokumentieren gegenwärtig große Truppenverschiebungen der ukrainischen Armee in Richtung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, die für die nahe Zukunft Bedrohliches erahnen lassen. Offensichtlich sollen mit dem Einsatz von brachialer Gewalt endgültig, in Anführungszeichen, klare Verhältnisse in der Ostukraine geschaffen werden. Eine Abordnung des Militärs der USA und anderer NATO-Länder hat sich bereits Ende November 2017 mit Befehlshabern des rechtsradikalen ukrainischen Azov-Bataillons zur Lagebesprechung getroffen, wie Azov selbst stolz auf seiner Webseite azov.press verkündete und mit entsprechenden Bildern belegte. Das ultranationalistische Bataillon gehört nicht zu den regulären ukrainischen Streitkräften, sondern rekrutiert sich aus Rechtsradikalen zahlreicher europäischer Länder. Rund 600 Mitglieder der sogenannten Nationalen Brigade, die aus dem Azov-Bataillon hervorgegangen ist, marschierten Ende Januar 2018 durch Kiew und kündigten offen an, die ukrainische Ordnung notfalls mit Gewalt durchzusetzen. In den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk wurde die Verabschiedung des neuen Gesetzes als Beleg dafür gewertet, dass die Zeichen inzwischen wieder deutlich auf Krieg stehen.
Kiew habe seiner Soldateska, das meint seiner Armee, alle Fesseln abgenommen, sagte der Präsident der Donetsker Volksrepublik Alexander Sachatschenko. Die Minsker Vereinbarungen von 2015 seien hiermit gegenstandslos geworden. Auch der russische Außenminister Sergei Lavrov redete Klartext, als er seine kurze Einschätzung zum neuen Kiewer Donbass-Reintegrationsgesetz äußerte. Von der Kiewer Kriegspartei, so Lavrov, werde per Gesetz das Minsker Abkommen begraben und eine militärische Lösung des innerukrainischen Konflikts schöngeredet. Es bleibt weiterhin zu beobachten und exakt zu dokumentieren, wer die wahren Aggressoren und Besetzer in der Ukraine sind. Ob als bösartige Fädenzieher im Hintergrund oder als praktische Handlanger für die sogenannten Drecksarbeiten. Wenn die Kriegstreiber klar ins Licht der Öffentlichkeit gestellt werden und ihr Spiel durchschaut wird, dann können sie auch nicht weiter ungestraft von der Öffentlichkeit ihre Grausamkeiten durchziehen. Am 1. März diesen Jahres äußerte sich der deutsche Journalist und Filmautor Gerhard Wischnewski über die Rolle Russlands. Mein Eindruck ist, dass sich Russland erstaunlich diplomatisch und defensiv verhält, ganz im Gegensatz zum Westen. Die Frage ist immer, ob und wann dieser ganz vom Westen gesteuerte Konflikt auf einen militärischen Konflikt überspringen wird. Und das hängt davon ab, wie sehr Russland geopolitisch an die Wand gedrückt wird. Wenn ich also ein Tier immer mehr an die Wand drücke, wird es sich irgendwann auch mit Gewalt verteidigen müssen, so wie Wischnewski. Russland geopolitisch an die Wand gedrückt? Dies entspricht einem ganz anderen Bild, als uns die westlichen Medien und Politiker weismachen wollen, indem sie Putin unentwegt als den Aggressor brandmarken. Aber beurteilen Sie selbst. Die führenden republikanischen Hardliner im US-Kongress um Senator John McCain haben am 30. April diesen Jahres einen Gesetzesentwurf vorgestellt, der eine massive Verschärfung der Konfrontation mit Russland erzwingen soll. Der offizielle Name des angestrebten Gesetzes lautet Russian Aggression Prevention Act, zu Deutsch Präventionsverordnung gegen die russische Aggression. Urteilen Sie selbst, ob es sich um Prävention handelt oder ob Russland weiter an die Wand gedrückt werden soll, und zwar erstens geopolitisch durch militärisches Aufrüsten, zweitens wirtschaftlich durch Sanktionen und drittens innenpolitisch durch Unterwanderung. Erstens, geopolitisch durch militärisches Aufrüsten. Der Gesetzesentwurf sieht die rasche Belieferung der Ukraine mit Waffen im Wert von 100 Millionen Dollar vor. Die Ukraine, Moldawien und Georgien sollen den offiziellen Status von wichtigen Verbündeten außerhalb der NATO bekommen. Das würde dann Waffenexporte dorthin allgemein erleichtern. In Polen und den drei baltischen Republiken, Estland, Lettland und Litauen, sollen ständig internationale NATO-Verbände stationiert werden. Zweitens, wirtschaftlich durch Sanktionen. 4 weitere russische Geldinstitute, die Energiekonzerne Gazprom und Rosneft, sowie das staatliche Unternehmen für Waffenexporte sollen auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Für den Fall, dass nach der Krim weitere Regionen der Ukraine sich der russischen Föderation anschließen wollen, sollen alle russischen Staatsunternehmen vom Weltfinanzsystem abgeschnitten werden. Auch europäische Unternehmen könnten dann kaum noch legale Geschäfte mit Russland machen. Drittens, innenpolitisch durch Unterwanderung. In den Jahren 2015 bis 2017 sollen pro Jahr weitere 10 Millionen Dollar für die Demokratisierung Russlands verwendet werden. Direkt oder indirekt durch Nichtregierungsorganisationen sollen Demokratie, Transparenz, Rechenschaft und Antikorruption in der Russischen Föderation unterstützt werden. Des Weiteren sollen alle Arten von unabhängigen Medien in Russland ausgebaut werden, einschließlich Nachrichtensendungen, die die amerikanische Politik unterstützen. Was die US-Regierung unter Demokratisierung genau versteht, haben die Ereignisse der letzten Jahre klar aufgezeigt. Zunächst werden aggressive Demonstrationen eingefädelt, dadurch Bürgerkriege hervorgerufen und so
unliebsame Regierungen gewaltsam gestürzt. So geschehen in Tunesien, Libyen, Ägypten, Syrien und erst jetzt in der Ukraine auf dem Maidan. Von Demokratie keine Spur. In diesen Ländern herrscht heute das pure Chaos und mehrheitlich Kriegszustand, wie selbst unsere Medien immer wieder eingestehen müssen, wie neulich zum Beispiel im Fall Libyen. Meine Damen und Herren, würde sich die USA eine solche Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten gefallen lassen? Wer ist denn nun der wahre Aggressor? Beobachten Sie selbst, wer sich nun auch in den kommenden Monaten diplomatisch und defensiv verhalten wird und wer in Wirklichkeit verhetzt und an die Wand gedrückt wird. Reden Sie mit Ihren Freunden und Bekannten darüber und bilden Sie sich bitte Ihre eigene Meinung zu diesem Thema. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Medienkommentar. Heute geht es um ein umfassendes Gesetz der sogenannten Resolution 758, das am 4. Dezember 2014 vom amerikanischen Repräsentantenhaus verabschiedet wurde. Diese Resolution wurde sowohl vom US-amerikanischen Senat als auch vom Repräsentantenhaus eingebracht und liefert den rechtlichen Hintergrund für einen Krieg gegen Russland. Die historische Abstimmung am 4. Dezember, die möglicherweise das Leben von hunderten Millionen Menschen weltweit beeinflusst, bedeutet praktisch freie Hand für den amerikanischen Präsidenten und Oberkommandierenden der Streitkräfte. Aufgrund dieser Resolution 758 kann US-Präsident Obama ab sofort und ohne weitere Zustimmung des Kongresses in einen Prozess der militärischen Konfrontation mit Russland eintreten. Es ist dem ehemaligen Kongressabgeordneten Ron Paul zu verdanken, dass diese unmissverständliche Kriegserklärung in Form einer Resolution überhaupt ans breite Licht der Öffentlichkeit gelangte. Was die westlichen Massenmedien nahezu völlig ausblendeten, bezeichnete Paul als das schlimmste Stück Gesetzgebung aller Zeiten. Die Resolution 758 trägt laut der offiziellen Homepage des Kongresses den Titel, ich zitiere, strenge Verurteilung der Aktionen der Russischen Föderation unter Wladimir Putin, welche eine Politik der Aggression gegen Nachbarstaaten betreibt und auf politische und wirtschaftliche Vorherrschaft abzielt. Inhaltlich folgen in mehreren Paragraphen haltlose Beschuldigungen gegen Russland, die der Wirklichkeit deutlich widersprechen. Ohne jeden Beweis wird Russland eine Invasion der Ukraine vorgeworfen. Die Resolution behauptet mit Bestimmtheit, dass der in der Ukraine abgestürzte Airliner MH17 von einer Rakete pro-russischer Separatisten abgeschossen wurde. Und das, obwohl der Abschlussbericht über die Untersuchung dieser Tragödie nicht vor Mitten nächstes Jahres veröffentlicht werden wird. Zudem deuten viele Indizien darauf hin, dass das Passagierflugzeug nicht durch eine Bodenrakete, sondern von einem ukrainischen Kampfjet oder mehreren abgeschossen wurde. Es folgen in der Resolution weitere Anschuldigungen gegen die Berichterstattung russischer Medien im Ausland, welche eine Verzerrung der öffentlichen Meinung sei. Während die Resolution zudem die Menschen in der Ostukraine beschuldigt, im November betrügerische und illegale Wahlen abgehalten zu haben, gibt sie dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko grünes Licht, seine Militärangriffe auf die nach Unabhängigkeit strebenden Provinzen fortzusetzen. Zu diesem Zweck involvierte diese Resolution 758 die US-Regierung direkt in den Konflikt. Sie ruft nämlich Präsident Obama dazu auf, die ukrainische Regierung mit tödlichen und nicht tödlichem Verteidigungsgerät, Dienstleistungen und Training auszustatten, damit sie ihr Territorium und ihre Souveränität effektiv verteidigen kann. Der brisanteste Teil dieser Resolution ist jedoch die Aussage, dass die sogenannte Militärintervention der Russischen Föderation in der Ukraine eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit darstellt. Eine solche Wortwahl ist kein Zufall. Dieser Satz gleicht einer eingebauten Giftkapsel,
aufgrund derer in Zukunft noch aggressivere Resolutionen folgen können. Der Parlamentsbeschluss ruft damit Erinnerungen an frühere Resolutionen wach. Diese hatten nicht selten Sanktionen und direkte Kriege zur Folge, wie zum Beispiel der Liberation Act, der 1998 mit ähnlichem Inhalt gegen Saddam Hussein gerichtet war und den Weg für den Irakkrieg in 2003 bahnte. Die Geschwindigkeit jedoch, mit der dieser Gesetzesvorschlag den gesetzgeberischen Prozess durchlief, ist in der Geschichte des amerikanischen Kongresses ungewöhnlich. Resolution 758 wurde erst am 18. November eingebracht, wurde dann zügig im außenpolitischen Ausschuss diskutiert und zurück an das Repräsentantenhaus zur Verabschiedung verwiesen. Am Morgen des 4. Dezember, also nur 16 Tage, nachdem der Abgeordnete Adam Kinzinger das Gesetz eingebracht hatte, wurde es mit 411 zu 10 Stimmen, also praktisch einstimmig, verabschiedet. Deshalb ist umso erstaunlicher, dass bei einer Entscheidung von solch historischer Tragweite in den westlichen Medien weitgehendes Stillschweigen zu verzeichnen war. Offensichtlich waren die Mainstream-Medien angewiesen worden, nicht über die Debatte und Entscheidung des US-Kongresses zu berichten, und dieser Zustand hält an. Nun scheint nur noch ein aktueller kriegsauslösender Anlass für ein endgültiges Losschlagen gegen Russland zu fehlen. Oder es wird einem solchen Anlass durch eine sogenannte False Flag Operation nachgeholfen, wie es schon oft am Anfang eines Krieges initiiert durch die USA der Fall war. Eine False Flag Operation, zu Deutsch Operation unter falscher Flagge, bezeichnet eine geheime militärische Operation, die dem Gegner angelastet wird. Während es auch in der aktuellen Ukraine-Berichterstattung derzeit verdächtig ruhig geworden ist, steht die Welt an einem gefährlichen Scheideweg. Verehrte Zuschauer, danke, dass auch Sie mithelfen, diese wichtigen Zusammenhänge weiter zu verbreiten. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei KlagTV. Und nun geht es weiter mit der Frage: Russland, Ukraine, NATO, wer marschiert hier tatsächlich auf wen zu? In den letzten Monaten wurde von westlichen Massenmedien 36 Militäroffensiven gegen die Ukraine gemeldet. Keine einzige dieser angeblichen Militäroffensiven Russlands gegen die Ukraine konnte bisher durch Beweise belegt werden. Ein französisch-ukrainischer Helfer und Kriegsberichterstatter, der in der Ostukraine tätig war, äußerte auf die Frage nach russischen Truppenbewegungen, ich zitiere: "Bei jedem Mediengeschrei über russische Truppen war ich vor Ort und habe keine russische Truppen, geschweige denn Militärfahrzeuge, die Grenze passieren sehen." In der Tat ist nach jeder provokanten Falschmeldung über russische Truppen eine verdeckte Operation gelaufen und man konnte massive Truppenbewegungen seitens der NATO nicht nur auf ukrainischem Boden, sondern auf der ganzen Ostlinie der EU beobachten. Ich sage Ihnen, wenn Sie über den Einmarsch russischer Truppen hören, seien Sie sicher, dann geschieht es exakt umgekehrt. Es wird Richtung Russland gedrängt. Solche ungehörten Stimmen sind wichtig, um sich seine eigene Meinung bilden zu können. Also bleiben Sie auch mit uns in der Verbreitung von unzensierter Berichterstattung aus aller Welt dran und schalten Sie auch morgen wieder rein. Auf Wiedersehen. Die Vorherrschaft allein über diesen Erdball zu erreichen, ist heutigen US-Politikern offenbar nicht genug. Der US-Senat und der Kongress haben einen Gesetzentwurf abgesegnet, der den gesamten Weltraum zum amerikanischen Verwaltungsraum erklärt. US-Präsident Barack Obama hat das Schriftstück bereits unterzeichnet, mit dem die USA das uneingeschränkte Recht zur Lizenzvergabe von Schürfrechten, das meint beispielsweise die Ausbeutung von Asteroiden oder die Kolonisierung anderer Planeten, im All beanspruchen. Dieser Alleinanspruch der USA steht jedoch den Vereinbarungen des UN-Weltraumvertrags von 1967 entgegen. Darin ist festgelegt, dass der Weltraum mit all seinen Himmelskörpern keinem einzelnen Staat, sondern der gesamten Menschheit zusteht. Der UN-Weltraumvertrag erlaubt zwar den Staaten, den Weltraum zu nutzen und zu erforschen, verbietet aber ausdrücklich, Himmelskörper als Eigentum zu erklären.
wir haben, wie Sie zu Recht gesagt haben, eine Spur, die sich wieder über den Globus zieht. Und wir können diese Spur auch genau am amerikanischen und vor allen Dingen britischen Verhalten festmachen. Wir waren mit der Wiedervereinigung Deutschlands der Auffassung, dass damit der große Konflikt in Europa beendet sei und man dazu übergehen könnte, nach den Modellen der KSZE und später der OSZE, die in Europa vorhandenen Streitfragen friedlich beizulegen. Denn die waren nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch mit dem Ersten Weltkrieg verbunden. Und wir haben dann mit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sehen müssen, dass ein Europa, das auf den Frieden ausgerichtet sein sollte, nicht möglich war. Und wir haben seither gesehen, dass sich die Spur des angelsächsischen Faustrechts wirklich quer über den Globus zieht. Und solange wir die Möglichkeit haben, uns zu diesen Erkenntnissen noch zu äußern, muss man es machen, denn wir sehen in diesem Jahr auch auf den Beginn des Ersten Weltkrieges zurück, 1914, und wir können uns sehr wohl vorstellen, dass wir mit den Ereignissen, die wir alle kennen, seit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, auf einem Pfad sind, der uns in einen weiteren, größeren Konflikt münden lässt, mit all unserem Tun und mit dem, was wir für richtig und für falsch halten. Wir haben im Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges gesehen, dass an friedlichen Verhandlungen, die auf einer vertragsgemäßen Grundlage beruhen oder die Verträge zum Ziel haben sollen, kein Weg vorbeigeht. Wir haben also mit dem Ende des Kalten Krieges gesehen, dass wirkliche Erfolge eigentlich nur mit friedlichen Verhandlungen verbunden sind, die auch Abstand nehmen von Druck, der auf andere Staaten ausgeübt werden soll, weil das übrigens auch gegen das Wiener Übereinkommen für diplomatische Verhandlungen verstößt. Dieser Erfolg wäre auch für die anderen Konfliktfelder, mit denen wir es zu tun haben, möglich gewesen. Aber die Vereinigten Staaten haben sich in der ersten Hälfte der 90er Jahre offensichtlich genötigt gesehen, dass politische, militärische, völkerrechtliche Faustrecht zu ihren Gunsten wieder einzuführen, weil sie offensichtlich, und da knüpfen sie an die englische Politik im 19. Jahrhundert an, bezogen auf Europa, weil sie offensichtlich ein Europa der Kooperation fürchten wie der berühmte Teufel das berühmte Weihwasser. Die Vereinigten Staaten, und ich bedauere das sehr wegen der engen Kooperation, die es über Jahrzehnte hinweg gegeben hat, die Vereinigten Staaten haben sich entschieden, den Krieg nach Europa zurückzubringen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl in der ersten Hälfte der 90er Jahre immer wieder davor gewarnt hat, dass der Krieg nach Europa zurückkommen könnte. Und wir haben das damals in der Zeit der Euphorie nach dem Ende des Kalten Krieges vermutlich nicht so richtig wahrgenommen, was er immer wieder als Warnung geäußert hat. Und er hatte recht mit dem Kriegsausbruch 1999 gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und was sich seither in anderen Teilen des gemeinsamen Kontinents entwickelt hat. Das ist eine strategische Neuorientierung der Vereinigten Staaten gewesen und sie gipfelte ja auch in den veröffentlichten Dokumenten auf amerikanischer Seite, die Welt jederzeit mit Krieg überziehen zu können, wenn es im amerikanischen Interesse sei. Und das war die britische Politik, die leider den europäischen Kontinent wesentlich bestimmt hat nach dem Sieg über Napoleon. Als die europäischen Großmächte sich verständigt haben wegen der riesigen Verwüstungen, die es in Europa gegeben hatte, Konflikte nicht mehr in diese Dimension vorstoßen zu lassen. Und sie haben deshalb die Heilige Allianz geschaffen. Das war das große Verdienst des österreichischen Kanzlers Metternich. Und die Briten sind aus
strategischen Gründen dieser Heiligen Allianz ferngeblieben, weil nichts für Großbritannien offensichtlich schlimmer gewesen ist als eine friedliche Beilegung von Konflikten auf dem europäischen Kontinent. Die Briten haben den Krieg vorgezogen und sie haben ihn 1914 ja auch bekommen. Die angelsächsischen Mächte, und leider ist ja auch Frankreich auf diesem Kurs sowohl in Syrien als auch in Libyen eingeschwenkt, diese Mächte haben ein dringendes Interesse daran, anderen Staaten die innere Souveränität zu nehmen und anderen Staaten die Möglichkeit zu nehmen, zu einer eigenen Entwicklung zu kommen. Ich sage das ausdrücklich unter Bezug auf die Charta der Vereinten Nationen, dass die Staaten friedlich miteinander kooperieren müssen und dass sie auch im größten Wert darauf legen müssen, dass die inneren Verhältnisse friedensbezogen sind und die Menschenrechte geachtet werden. Wir sehen ja seit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, dem Krieg in Afghanistan, dem Krieg gegen den Irak, den Krieg gegen Libyen und das, was in Afrika und anderen Teilen der Welt stattfindet, dass die angelsächsische Großmacht USA über die ganze Bandbreite verfügt, mit denen man diese Ziele erreichen kann. Sie haben die kriegerischen Möglichkeiten, ich habe sie eben teilweise aufgezählt. Sie haben die Möglichkeit, Staaten zu destabilisieren, wie das auf dem Balkan geschehen ist, wie das durch die Organisation mit amerikanischer Unterstützung in Belgrad durch OTPOR geschehen ist, wo destabilisierende Elemente in dem ganzen Gürtel zwischen China und Algerien ausgebildet worden sind. Und wir sehen das natürlich derzeit auch in der Ukraine. Es gibt immer eine Reihe von Gründen, die zu solchen Konflikten führen. Aber wenn man sich heute die Ukraine ansieht, wenn man sich ansieht, was in Syrien gemacht worden ist, um die Russische Föderation von Süden her aufzurollen, dann kann man in Moskau nur den Eindruck haben, dass es demnächst auf Moskauer Straßen so losgehen soll, wie es derzeit auf Kiewer Straßen stattfindet. Und ich sage das vor dem Hintergrund der Umstände, dass immer viele Gründe zu einer solchen Entwicklung führen, aber die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben die Finger immer drin. Wir haben ja als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges haben wir die Charta der Vereinten Nationen bekommen, die wirklich ein Regelwerk darstellt, wie die Dinge auf dem Globus so geregelt werden können, dass wir Frieden haben. Und die Ausübung militärischer Gewalt ist an strikte Regeln gebunden. Die Vereinigten Staaten haben seit Mitte der 90er Jahre alles unternommen, um die internationalen Strukturen, die auf Frieden ausgerichtet sind, wie die OSZE, die Vereinten Nationen und andere, so aus den Angeln zu heben, dass von dieser Welt nichts anderes übrig bleibt als das amerikanisch bestimmte Faustrecht. Und deswegen ist die Frage, die Sie gerade gestellt haben, auch so schwer zu beantworten. Wir brauchen die Vereinten Nationen und wir brauchen die OSZE und wir brauchen auch andere Organisationsformen nicht neu zu erfinden. Wir haben sie bereits, aber sie werden von den Amerikanern und von den Briten und leider auch von den Franzosen so aus den Angeln gehoben, dass außer Faustrecht demnächst gar nichts mehr übrig bleibt. Ja, wir haben in diesen Tagen eine interessante Antwort auf diese Frage in der Ukraine bekommen. Das kann man vielleicht nur erklären vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklung. Die Schweiz als derzeitiger Vorsitzender in der OSZE hat sich bemüht, die Konfliktparteien in der Ukraine an einen Tisch zu bekommen und Lösungen zu beschließen, die von allen Seiten getragen werden konnten. Damit ist der Schweizer Botschafter in Kiew vor 2 Tagen an die Öffentlichkeit gegangen und es gab auch Erleichterung in ganz Europa über diese schweizerische Rolle, die vielleicht in der Vergangenheit häufiger von der Schweiz ausgeübt werden konnte, als das in den letzten Jahren seit dem Jugoslawienkrieg der Fall gewesen ist. Es hat noch keine 2 Tage gedauert, dass diese auf friedlichen Ausgleich bezogene Schweizer Lösung in Kiew durch die Kräfte
auf dem Maidanplatz torpediert worden sind und wenn wir heute 25 Tote in Kiew und Hunderte von Verletzten feststellen können, dann wissen wir, dass eigentlich auf Kiewer Straßen ein Stellvertreterkrieg ausgeübt wird, dessen Dimension viel weiter reicht. Das ist etwas, was ja jeder, an dessen Grenzen so etwas stattfindet, sich selber überlegen muss. Ich kann doch nicht russischer Präsident sein, wenn ich die Augen vor den Entwicklungen in Kiew verschließen würde. Ich kann es nicht sein. Und wir haben ja auch in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Sotschi, die ja offensichtlich brillant sind und über die sich auch amerikanische Sportler öffentlich sehr freuen, gesehen, dass alles unternommen wird, einen anderen Staat, ich sage es jetzt mal auch sportlich, so aufs Kreuz zu legen, dass die Belange dieses Staates nicht mehr durch die eigenen Organe wahrgenommen werden können, sondern ohne ausländischen Einfluss nicht mehr zu denken sind. Und wir haben es ja auch in Zusammenhang mit dem freigelassenen Erdölmagnaten Chodorowski gesehen. Wenn man auf die Ursprünge dieser Dinge, die den Namen Chodorowski und Jukos tragen, zurückgeht, dann sieht man, dass es darum ging, die russischen Erdöl- und Erdgasvorkommen entweder in amerikanischen Händen zu sehen oder bei den russischen Verantwortlichen weiter die Verantwortung zu sehen. Das sind Dinge, da verschließt die Welt die Augen vor. Sie sind aber so. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Sie liegen aber darin, dass alle Staaten, die sich mit dieser Situation auch in Lateinamerika, wir sehen ja Venezuela, mit dieser Situation beschäftigen müssen, darum bemühen, in ihrer Behandlung des eigenen Volkes Rücksicht zu nehmen, die Menschenrechte zu achten und am allgemeinen Wohlergehen des Volkes Interesse zu haben und nicht die außenpolitische Situation dazu zu benutzen, innenpolitisch, ich sage jetzt mal, Interessen umzusetzen, die ich als nicht legitim betrachten würde. Das heißt, ich muss mich dem eigenen Volk gegenüber so verhalten, als ordentlich gewählte Regierung, dass ausländische Kräfte mir das eigene Volk nicht auseinanderreißen. Und zwar deshalb, weil es bei mir Verschulden gibt. In den Beziehungen zu anderen Staaten kann man sich nur bemühen, die Dinge friedensbezogen zu gestalten und zu organisieren und Streitfälle nicht dazu zu bringen, dass ausländische Kräfte eine ganze Region auseinanderreißen. Die Opfer sind immer in der Region zu finden. Sie sind nicht in Washington oder in New York anzusiedeln. Dass wir, wenn es so weitergeht, uns mit einer Situation auseinandersetzen müssen, dass es um die Existenz der Russischen Föderation und danach um die Existenz Chinas geht. Die Vereinigten Staaten haben sich offensichtlich etwas vorgenommen, das in diese Richtung geht. Und wir haben es ja zurückliegend vor 15 Jahren gesehen, als der Jugoslawienkrieg, der Europa durcheinander bringt. Als der Jugoslawienkrieg stattfand, gab es gleichzeitig in den chinesischen Westgebieten, in Xinjiang und in Tibet, Bombenanschläge hintereinander, sodass man eigentlich damals davon ausgegangen ist, dass ein Konflikt in China wahrscheinlich sein würde. Er fand dann durch amerikanisches Druck und durch amerikanisches Drängen fand er in Europa statt. Wir sehen heute, dass Japan sich in einer Art und Weise entwickelt, dass es zwar im amerikanisch-japanischen Sicherheitsvertrag seine Dinge betreiben kann, aber für die ganze Region offensichtlich auf Konfrontations- und dahinter kommend Kriegskurs umgestellt wird. Und das können wir für andere Teile der Welt auch sehen. Und deswegen sind die Dinge, mit denen wir es derzeit zu tun haben, geeignet, uns stärker an 1914 zu erinnern, als uns allen das lieb sein kann. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Erläuterungen.
Ja, vielen Dank, Herr Scharoukny. Alles Gute nach Teheran.